da sitzen. Ich möchte gerne eine, ich weiß nicht, ob das eine Rede ist, ein Gruß vorlesen, das ich sehr, sehr interessant finde, habe ich eben auch das erste Mal gelesen. Montagsgrüße aus Augsburg, also an die Augsburger, liebe Grüße zurück aus Saarbrücken. Es ist bei uns angekommen und ich freue mich sehr, das vorlesen zu dürfen. Hallo Welt! Hallo Welt! Diese Worte lässt ein Programmierer den Computer ausgeben, wenn er beginnt, eine neue Programmiersprache zu lernen. Auch wir beginnen gerade damit, etwas Neues zu lernen. Eine neue Art der Kommunikation, des Miteinanders. Auch wir sagen Hallo Welt aus der Brücke. Der ganzen Welt, denn in unseren Köpfen sind die Grenzen längst gefallen. Oder wie sieht es bei euch aus? Hallo? Wie sieht es bei euch aus? Grenzen im Kopf schon gefallen oder brauchen wir noch jemanden, der da uns was erzählt? Nee, ne? So. Uns alle, die wir uns jede Woche in mittlerweile rund 100 Städten versammeln, verbindet der Wunsch nach Frieden, Freiheit und einem glücklichen Leben. Doch statt uns diesen Wünschen näher zu bringen, werden wir von denen, die uns regieren, immer weiter von diesen entfernt. Ich möchte an dieser Stelle aus der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung von 1776 zitieren. Finde ich ja krass, dass diese Worte immer noch in der heutigen Zeit so aktuell sind. Wir halten diese Wahrheiten für ausgemacht, dass alle Menschen gleich erschaffen wurden, dass sie mit gewissen unveräußerlichen Rechten begabt wurden, worunter sind Leben, Freiheit und das Bestreben nach Glückseligkeit. Dass zur Versicherung dieser Rechte Regierungen unter den Menschen eingeführt worden sind, welche ihre gerechte Gewalt von der Einwilligung der Regierten herleiten und nicht umgekehrt. Dass sobald eine Regierungsform diesen Endzwecken verderblich wird, es das Recht des Volkes ist, sie zu verändern oder abzuschaffen. Danke. Und weiter heißt es, die Erfahrung hat von jeher gezeigt, dass Menschen, solange das Übel noch zu ertragen ist, lieber leiden und dulden wollen, als durch Umstoßung solcher Regierungsformen, zu denen sie gewöhnt sind, sich selbst Recht auf Hilfe zu verschaffen. Wenn aber eine lange Reihe von Misshandlungen und gewaltsamen Eingriffen einen Anschlag an den Tag legt, sie unter unumschränkter Herrschaft zu bringen, so ist es ihr Recht, ja ihre Pflicht, solche Regierungen abzuwerfen. Zitat Ende. Welche treffendere Worte lassen sich für die heutige Situation finden? Und hier würde ich gerne mal wissen, was ihr dazu denkt zu den einzelnen Punkten. Wir werden nicht weiter leiden und dulden, dass wir einem Finanzsystem dienen, das Gegeneinander und Unmenschlichkeit fördert. Dass in unserem Namen, auch die, wie wir hier sitzen und in über 100 Städten mittlerweile auf der Straße sind, dass in unserem Namen Waffen verkauft werden, die unsere Brüder und Schwestern im Ausland umbringen, verstümmeln oder in Angst um ihr Leben versetzen. Dass in unserem Namen Soldaten der Bundeswehr in aller Welt wirtschaftliche Interessen den Zugang zu Rohstoffquellen und Absatzmärkten militärisch durchsetzen. Dafür war meines Wissens die Bundeswehr nicht gedacht. Dass Konflikte mit Gewalt, mit Töten und Zerstörung statt mit Dialog und gegenseitigem Verständnis gelöst werden. Dass mitten unter uns Atomwaffen stationiert sind. Dass uns unsere Existenzgrundlage entzogen werden kann, wenn wir uns weigern, einen Job bei einem Konzern anzunehmen, der Waffen herstellt, Menschenrechte im Ausland verletzt oder seine eigenen Angestellten unter unwürdigen Arbeitsbedingungen hält. Dass uns über Medien und Politiker Krieg als Frieden, Freiheit als Sklaverei und Unwissenheit als Stärke verkauft werden. Dass unsere Lebensgrundlagen wie Wasser, Nahrung und Energie an Konzerne verkauft werden. Wir werden nicht länger dulden, leiden und hinnehmen, dass unsere Umwelt durch Profitgier zerstört wird. Dass wenige reiche Menschen auf Kosten der vielen fleißigen leben, dass Arbeit zum Selbstzweck geworden ist, ohne zu überlegen, welche Arbeiten produktiv und sinnvoll sind und so unsere wertvolle Lebenszeit verheizt wird. Wer von euch wird das noch weiter dulden und hinnehmen? Gut, da kann man mal still sein, sehr schön.
Wir wollen durch unsere Forderungen keinem Angst machen. Wir werden niemanden verurteilen, weil er sich in seiner dunklen Vergangenheit die 10. Luxusvilla von Geld gekauft hat, das Menschen unter sklavereiähnlichen Zuständen für ihn verdient haben. Während wiederum anderswo auf der Welt 10.000 Kinder überlebt hätten, hätte er nur auf eine seiner Villen verzichtet. Denn keiner von uns kann sich völlig frei davon sprechen, bisher in diesem System mitgespielt zu haben. Jeder von uns war dabei. Jeden, der bereit ist, in Zukunft respekt- und liebevoll mit seinen Mitmenschen umzugehen, werden wir willkommen heißen. Respektvoll und liebevoll auf Augenhöhe. Wie wunderbar könnte unsere Welt sein, wenn immer mehr Menschen auf ihr Bauchgefühl hören würden und das, was sich offen vor ihren Augen abspielt, nicht weiter ignorieren würden. Wenn sie sich endlich aus ihrer Schockstarre lösen würden und sich für Alternativen in einer angeblich alternativlosen Welt öffnen würden. Wenn die Errungenschaften der Menschheit endlich allen Menschen zugute kämen, sodass Menschen keine Angst mehr davor haben würden, dass Maschinen ihnen die Arbeit wegnehmen, sondern sich darüber freuen würden, weil sie so mehr Zeit hätten für schöne Dinge und für Arbeit, die uns keine Maschine abnehmen kann, wie zum Beispiel für unsere Kinder und Alten da zu sein. Wenn Geld dem Menschen dient und ein konstruktives Miteinander fördert, wenn Casino-Kapitalismus und Geld aus Geld oder sogar nichts zu schaffen nur noch in den Geschichtsbüchern existiert, wie wunderbar könnte dann unsere Welt sein? Bis dahin ist es noch ein langer Weg mit unbekannten Abschnitten und Hindernissen. Aber wir, die wir hier heute an diesem Montag, das sollten wir uns vielleicht in Saarbrücken auch mal bewusst machen, wir stehen hier gemeinsam mit anderen Menschen in über 100 Städten auf der Straße. Ja? Das darf man ruhig mal sich bewusst machen. Wir haben uns entschlossen, diesen Weg zu gehen. Wir werden darauf achten, dass niemand auf diesem Weg zurückgelassen wird oder verliert. Bleibt immer miteinander, beieinander. Jeder Weg, mag er noch so lang sein, beginnt mit dem ersten Schritt. Wir haben ihn getan, nun reichen wir allen Menschen die Hand, damit auch sie den ersten Schritt wagen und bei weiteren nicht stolpern. Auch wir aus Saarbrücken sagen, hallo Welt, wir kommen. Zum Schluss bleibt uns nur noch zu sagen, an welche Stadt wir die Montagsgrüße an alle Mahnwachen weitergeben. Okay, ja, weiß ich nicht. Da steht jetzt zwar, nächsten Montag kommen die Grüße aus Kempten, aber das wird ja schon mal gesagt. Ich gebe es mal einfach weiter an die Trierer, falls ihr das seht. Das sind die Nächsten. Mal liebe Grüße aus Trier, aus Saarbrücken. Wir hoffen sehr bald, dass noch Saarlouis dabei kommt, dass noch Dillingen dabei kommt, dass noch Merzig dabei kommt und was weiß ich mir noch alles. Völklinger, genau. Ne? In diesem Sinne, liebe Grüße und eine schöne Zeit. Senden euch, wo immer ihr gerade seid, von diesem Brief hier eure Freunde aus Augsburg und wir hier auch eure Freunde aus Saarbrücken. Lebt lange und in Frieden. Ja.